Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play The Book of Unwritten Tales 2 auf dem Kanal von KaffeeBecherLP. Mit mir, dem Gorobai. In der letzten Folge haben wir hier ein bisschen gefailed. Ich habe es jetzt mal weiterlaufen lassen hier. Der Abdruck des Bolzens im Lehm wäre so viel nicht. Es gibt überall Lücken und Hohlräume im Ton. Er ist keine homogene Masse. So, ich werde es jetzt nochmal versuchen. Ich habe alles so geholt, wie es vorher war. Hab den Ton jetzt schon da reingedrückt und presse den jetzt schon. Das war vielleicht doof, vielleicht hätte ich vorher speichern sollen. Ein Perfekt. Okay, das kann nicht so schwierig sein, so schlimm gewesen sein. Wir speichern das mal unter Let's Play jetzt. Und gucken mal, ob es das hilft. Ja, wäre ja doof, wenn es deswegen nicht funktioniert. Gucken wir mal. Dass wir... Ich könnte da ab... Presse den Sand. Ob ich auch den Sand zu einer Art Ziegel pressen kann? Er ist trocken, deswegen klebt er vielleicht nicht gut. Hat funktioniert. Der Sand bildet einen recht festen Block, wie es scheint. Trotzdem lasse ich ihn am besten in der Presse, damit er nicht auseinanderfallen kann. Okay. Es bleibt noch die Frage, mach einen Abdruck des Eisenbolzens. Machen wir mal da rein. Ein sehr guter Abdruck des Bolzens. Ich sehe keinen Unterschied zum Original. So, und dann tun wir das jetzt und füllen... Das ist der spannende Augenblick. Nate, kannst du vorsichtig das flüssige Silber in die Sandform gießen, ohne dir die Zangen zu verbrennen? Okay, scheinbar hätte ich das doch so machen müssen. Ganz vorsichtig. Hervorragend! Gut gemacht! Das Silber hat gerade gereicht. Die Form im Sand ist bis oben mit Silber gefüllt und es kühlt schon ab. Jetzt heißt es warten. Perfekt! Er sieht exakt so aus wie der Eisenbolzen, nur dass dieser hier auch einem Werwolf Schaden zufügen kann. Damit habe ich alles, um endlich tiefer in den Wald vordringen zu können. Wünscht mir Glück. Pass auf dich auf, Wilbur. Und schrei, wenn du Hilfe brauchst. Ja, das tun wir so oder so. Gut, dann hätten wir das vorhin auch schon machen können. Wir können dann schon mal spannen. Der Silberbolzen passt perfekt in die Armbrust. Ich lade die Armbrust, sobald es ernst wird. Ich will nicht mit einer geladenen Waffe durch die Gegend laufen. Na gut, Wilbur, dann lass mal hin zum Tor. Und dann lass durch das Tor gehen. In Ordnung. Ich habe auch nicht den Stab und die Reißleine. Zeit, auf Werwolfsjagd zu gehen. Gemacht. Das habe ich nicht kombiniert. Weil, wer weiß, was da passiert. So, wir wissen noch nicht. Nein! Hinfort mit dir, du Scheusal! Das war einfach. Alles in Ordnung? Ist sie weg? Ich habe sie vertrieben. Dabei dachte ich schon, ich hätte sie gar nicht getroffen. Sie hat mich überrascht. Ich hasse Spinnen. Alles in Ordnung. Die Gefahr ist vorbei. Zumindest solange der Werwolf nicht... Timmy? Timmy ist der Werwolf. Nicht! Bist du bescheuert? Ich hätte ihn erwischt. Ein Mädchen? Der Werwolf ist Timmy. Du hättest Timmy erschossen. Wie es aussieht, wäre es doch besser, gemeinsam durch den Wald zu gehen. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjährigen? Das war mein Freund Timmy. Er ist kein Werwolf. Er ist eine Wehrratte. Wusstest du davon? Nein, aber er war oft krank und hat sich dann immer zurückgezogen. Vielleicht einmal im Monat, bei Vollmond? Remy hat mir nie erzählt, wie Timmys Eltern ums Leben gekommen sind. Es könnte ein Werwolfsangriff gewesen sein. Gefährliche Biester. Nichts als Wut, Hass und Muskeln. Dein Freund hätte euch das nicht verschweigen dürfen. Er hätte euch zerfetzt, wenn er die Gelegenheit dazu gehabt hätte. Timmy schlief in Esthers Jackentasche, als wir im Düsterwald ankamen. Er wusste nicht, dass es hier immer Nacht ist. Und draußen in der normalen Welt sind es noch 2 Wochen bis zum nächsten Vollmond. Vielleicht ist es nicht seine Schuld. Aber er ist gefährlich. Wenn er mich angreift, werde ich mich verteidigen. Ich muss einen Weg finden, den Werwolfsfluch zu brechen.
Vielleicht gibt es oben im Schloss eine Bibliothek mit magischen Büchern. Der Hexenmeister könnte sich mit Werwölfen beschäftigt haben. Oder der Graf weiß etwas. Er scheint Wölfe zu mögen. Viel Erfolg damit. Soweit ich weiß, kann nur ein Silberbolzen im Kopf den Fluch brechen. Dazu wird es nicht kommen. Wir suchen Esther im Herz des Waldes, dann kümmere ich mich um Timmy. Sofern er sich nicht zuerst um uns kümmert. Genau. Warum wird ein Mädchen wie du Kopfgeldjägerin? Was soll das sein? Ein Mädchen wie ich? Naja, die meisten Gnomenmädchen, die ich kenne, suchen sich nicht so einen gefährlichen Beruf aus. Ja? Werden lieber Ingenieure, Mechaniker oder Techniker. Aber was, wenn ich auf diesen Mädchenkram keine Lust habe? Mädchenkram. Kann ich gut verstehen. Deswegen bin ich Magier geworden. Kannst du da nicht einfach irgendwas zaubern und puff, das Böse ist verschwunden? Nein, ich bin kein Magier mehr. Oh, ich find's zumindest gut, dass du es versucht hast. Dann wolltest du also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast einfach gemacht. Und du? Du wolltest also immer eine Kopfgeldjägerin sein und hast es einfach gemacht? Ich wollte meinem Clan helfen. Wollte nicht tatenlos zusehen, wie... Ich verdiene Gold. Das können wir gut gebrauchen. Und sobald du das Gold zusammen hast? Mal sehen. Zurück nach Hause. Vielleicht suche ich mir einen stattlichen Gnomenmann. Wirst du das Abenteuer nicht vermissen? Beinahe von Spinnen aufgefressen zu werden? Nein, nicht sonderlich. Ich schlage vor, wir suchen gemeinsam das Herz des Waldes, in Ordnung? Wir sollten gemeinsam weitergehen und uns gegenseitig den Rücken frei halten. Vielleicht nicht die schlechteste Idee. Allerdings bin ich schon stundenlang durch den Wald geirrt. Normalerweise habe ich einen guten Orientierungssinn, aber dieser Wald... Ich habe eine Idee, wie wir das Herz finden können. Ich brauche dafür ein Gerät vom Bürgermeister. Dann schlage ich vor, dass du dieses Gerät besorgst und ich so lange die Stellung halte. Allerdings nicht hier bei den Spinnen. Ich warte drüben beim Durchgang. Ist gut. Allzu lange sollte es nicht dauern. Übrigens, mein Name ist Lizzie Kieselbach. Meine Freunde nennen mich Tin Lizzie, weil, naja, ist ziemlich offensichtlich. Da steht sie also, die Lizzie. Lizzie ist sehr mutig. Das mit der Spinne war bestimmt nur ein Ausrutscher. Sie hat keine Sekunde gezögert, als ich vorgeschlagen habe, das Herz gemeinsam zu suchen. Ich wüsste nicht, was ich sie fragen sollte. Ich glaube, ich werde sie einfach nur eine Zeit lang anschauen. Ich werde mich auf meine Aufgabe konzentrieren. Wilbur, der alte Gnom, Lustgnom, ist er, was ist er, ein Lustgnom oder so? Lizzie und Wilbur, das sind schon zwei. So. Wir müssen doch hier so raus. Das ist doch der Weg. Endlich. So, ich brauche dieses Gerät hier. Captain Orby ist hier drin. Hallo. Ja? Wegen des Detektors. Kennen Sie sich mit Werwölfen aus? Wissen Sie, wo Werwolf Fluch brechen kann? Könnten wir nicht doch nochmal über den Detektor sprechen? Ich brauche ihn dringend, um das Herz des Waldes zu finden. Und ich brauche ihn, um Übernatürliches in meiner Umgebung aufzuspüren. Solange das Gerät mich zuverlässig vor sämtlichem Spuk warnt, ist es für mich ein unerlässlicher Begleiter. Wenn man von einem Werwolf gebissen wird, wird man selber zu einem, oder? So hört man. Der Werwolfsfluch nennt sich das. Wissen Sie, wie man den wieder los wird? Normale Wölfe gibt es hier in der Gegend viele. Besonders in der Nähe des Schlosses. Aber Werwölfe... Bis heute hat sich keiner von denen in unsere Gegend verirrt. Deswegen kenne ich mich damit auch nicht aus. Auf Wiedersehen. Das hoffe ich. Das... Das hofft er wirklich. So, vielleicht kann sie hier mit dem Detektor... Das Regal scheint eine Art Lager für Dinge zu sein, von denen selbst der optimistischste Ladenbesitzer nicht hoffen kann, sie bald zu verkaufen. Hätte ich mehr Zeit, würde ich mich da begeistert durchwühlen. Ich liebe so ein Zeug. Sehr gut, Wilbur. Naja, gut, es bringt alles nichts, wir brauchen dieses Gerät. Gibt es da die Bauanleitung vielleicht doch hier irgendwie? Betrachte das Regal, vielleicht liegt hier. Ich glaube nicht, dass der Laden... Sicher, ein Bund zu... Aber
aber... Wir brauchen die Anleitung, dann könnten sie die das bauen, ist wirklich, ne? Das, diese Rüstung, sie sieht nicht sonderlich bequem. Es ist... Oh, dann bist du also der... Hast du dein Leben auch in einem verfluchten Dorf verbracht und bist als einziger übrig, nachdem alle anderen längst fort sind? Sogar der alte Reverend Sudo, der ja angeblich alles über das Böse wusste? Entschuldigung. Okay, da hat Wilbur irgendwas über den Bannkreis gesagt, dass ich übersprungen habe, weil ich dachte, er analysiert den das wieder, ne? Das Feuer spendet die Leute hier. Das Feuer spendet bla 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 bla. Hier, sieh das Blut an! Das ein soll. Nein, knoten wir es nochmal zusammen. Das Bettlaken, vielleicht können wir uns das Bettlaken übersetzen. Bettla- Zeit für einen Geist. Was? Was soll das? Ich bin der Geist des Waldes. Haben wir nicht schon genügend echte Spukgestalten hier? Musst du dich jetzt auch noch als eine verkleiden? Ich, weiß nicht, wovon du sprichst. Ich kann deine Füße sehen. Und ist das mein Bettlaken? Du hast den Geist des Waldes verunsichert, aber ich komme wieder. Was ein Scheiß. Ich weiß nicht wie, aber er hat mich erkannt. Könnte damit zu tun haben, dass er als Bewohner des Düsterwalds viel Erfahrung mit Spukgestalten hat. Oder es lag an meinen Füßen, die unter dem Bettlaken hervorguckten. Ich glaube, das war das Letzte. Ich würde es halt gern irgendwie anbinden hier irgendwo. Gut, geht aber leider nicht. Ich kann das auch nicht miteinander kombinieren hier, die Sachen irgendwie. Die Axt im Haus. Ersetzt den Zimmermann bekanntlich. Hier ist nicht so viel zu holen. Ich habe den Lehm in Ziegelform gepresst. Würde ich ihn nun brennen und das ein paar hundert Mal wiederholen, könnte ich mir daraus ein Haus bauen. Ich weiß nur nicht, was ich damit soll. Leerstehende Häuser gibt es hier genug. Na komm, Gulliver. Vielleicht weißt du ja gerade. Gulliver? Wilbur! Hast du das Herz des Waldes gefunden? Und Esther und Timmy? Geht es ihnen gut? Noch keine Spur von Esther. Aber was Timmy angeht, gibt es Neuigkeiten. Ich habe einen tollen Auftritt als Gespenst. Achso, ich hatte einen tollen Auftritt. Aber der doofe Bürgermeister hat mich erkannt. Es ist Timmy. Timmy ist eine Wehrratte. Der Werwolf, den du gesehen hast. Ich glaube, das war Timmy. Timmy? Was erzählst du da? Ich bin ihm im Wald begegnet. Er ist eine Wehrratte. Du meinst, Timmy wurde vom Werwolf gebissen? Nicht heute Nacht. Vermutlich schon vor langer Zeit. Er war in Esthers Manteltasche, als wir Düsterwald erreichten. Hier ist es immer Nacht und immer Vollmond. Und als mein Flauschekätzchen sich so vor dem Paladin erschrocken hat? Muss er aus ihrer Tasche gefallen sein. Er sah den Vollmond und verwandelte sich. Aber wenn hier immer Vollmond ist... Richtig. Wir müssen einen Weg finden, den Fluch zu brechen. Oder wir müssen Timmy irgendwie aus dem Düsterwald schaffen. Und ich hatte einen tollen Auftritt als Gespenst. Ich habe mich als Gespenst verkleidet. Aber obwohl ich total überzeugend war, hat der doofe Bürgermeister mich erkannt. Es waren hauptsächlich meine Füße, die mich verraten haben. Dann lass meinen Kopf das Gespenst spielen. Mach mich zum Gespenst. Eine sehr gute Idee. Komm, ich will Gulliver mitnehmen. Geht das nicht? Um heiße Kohlen mit Blut. Hier ist schon mal ein weißes Bettlaken. Und? Gruselig? Ein wenig. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie wir dich fliegen lassen können. Tatsächlich? Ja, ich will nicht ins Detail gehen, aber es hat mit dieser selbstgebauten Angel zu tun. Verstehe. Knote sie fest. Er sieht ja gar nichts. Fertig.
Alles klar, Zeit zum Spuken. Was meinst du, Gulliver? Zeit, dem Bürgermeister einen Schrecken einzujagen? Wir können es zumindest versuchen. Ein fliegender Geist dieses Mal. Sehr schön. Nur sonderlich gruselig sieht er nicht aus. Aber er kann sprechen! Netter Effekt. Aber ich habe schon Bauchredner auf dem Jahrmarkt gesehen. Aber... Wir kommen wieder! Raus hier! Das war ja nicht sonderlich gut. Sonst erschreckt er sich doch vor allem. Dieses Mal wirkt er nicht sonderlich erschrocken. Lass den Kopf nicht hängen. Wir lassen uns was einfallen und versuchen es noch einmal. Das Kostüm müsste einfach gruseliger werden. Vielleicht mit Blut? Oder mit diesem Band? Oder mit einer Armbrust? Oder mit sonst etwas, was man hier so finden kann? Ich hab doch keine Ahnung. Vielleicht glühende Kohlen drauf oder so. Gulliver, ich überlege gerade, ob wir unser Gespenst mit ein paar glühenden Kohlestücken leuchten lassen könnten. Oder wie wäre es mit glühenden Augen? Das könnte noch gruseliger sein. Gute Idee. Dann brauchen wir nur eine Art Halterung und müssen sehr vorsichtig sein. Die Kohlen sind sehr heiß. Ach was. Hier, halt mal. Nicht verlieren. Nate, gib mir zwei Kohlestücke. Rotglühende von weit unten, wenn möglich. Das ist ja ekelhaft. Und? Wie sehe ich aus? Das ist tatsächlich unheimlich. Und auch ein wenig eklig. So soll's sein. Dann lass mal loslegen. Gulliver. Yeah. Dieses... Auf! Zeit zum Spuken, Leute. Wow, das sieht wirklich gruselig aus. Gut gemacht. Aha, dann benutzen Sie mal Ihr PKE und schauen, was es Ihnen sagt. Das brauche ich nicht. Ich weiß, dass hier nichts Übernatürliches am Werke ist. Woher wissen Sie das? Unter anderem kann ich den Faden sehen, mit dem du den Ball oder was immer das ist, hochhältst. Und ich sehe dich. Ich spreche sogar zu dir. Da ist was dran. Wilbur? Aber die Augen sehen stark aus. Und die Stimme ist auch gut. Wie schaffst du es, dass es klingt, als käme sie von dem Gespenst? Warum riecht es hier so angekokelt? Die Stimme kommt nicht von mir. Sie kommt von... Feuer! Feuer! Wilbur, wo bist du? Au! Was zum Teufel ist hier los? Wo sind denn alle? Was ist das? Der Gummiball hat sich in einen verfluchten Totenschädel verwandelt. Der... Richtig! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Ich bin ein verfluchter Totenschädel aus der Hölle! Aber ich empfange keine übernatürliche Signatur! Das liegt daran, dass wir bösen Dämonen gelernt haben, wie wir unerkannt spuken können. Das ist doch nicht möglich! Mehr noch! Wir werden davon angezogen! Holt euch den Mann mit dem PKE, hat das Herz des Waldes gesagt! Nein! Wir kommen wieder! Gulliver ist cool. Das war unerwartet. Alles ist aus! Nein, ich werde das Herz des Waldes finden und dem Spuk ein Ende bereiten. Keine Angst. Bis später. Bis später dann. So,
Haben wir das PKI jetzt? Ne, wir haben immer noch Gullivers Augen. So, dann gehen wir mal zurück zu Gulliver, aber das alles in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Euer Gurubai. Ciao. Danke fürs Zusehen. Und so weiter und so fort. Ich gehe jetzt erstmal meine Augen suchen.